Und willkommen zurück zu Let's Play House Moon. Richtig, A Wonderful Life. Es ist 3 Uhr morgens. Und oh mein Gott, es regnet. Wie geil ist das denn? Ach nee, warte, die Kuh war ja drin. Der Hammer. So, für hier habe ich beschlossen, holen wir uns noch Rüben. Die pflanze ich dann genauso an wie das andere Zeugs. Da drüben. Nee. Nee, die kann ich noch nicht nehmen. Oh, die keimen aber schnell. Ah, da wächst was. Ab in die Tasche. So. Und den Bananenbaum habe ich schon gepflanzt, ne? Da wächst nichts. Ich war der Meinung, hinter dem Haus wächst immer irgendwie was. Wohl doch nicht. Na gut. So. Das ist schön, ich brauche nicht ganz so früh aufstehen. Pennt's noch? Lag da was? Nee. Ich werde mir irgendwann noch so einen Teich besorgen. Ach, da ist das. Ich leg euch mal. Pennt der oder ist der wach? Hm, runter. Okay. So, da es noch dunkel ist, begeben wir uns jetzt nochmal auf Blumensuche. Wir müssen ja nichts gießen, das heißt, wir sparen heute ein bisschen Zeit. Zumindest so ein bisschen. Und warum soll man die Zeit nicht sinnvoll nutzen? Gut, hier wächst nichts. Aber da wächst was. Sommerregen. Ein schöner, warmer Sommerregen. Ist das nicht was Tolles? Oh Mann, mein Herz. Ich habe gehört, es soll hier in diesem Spiel auch richtige Unwetter geben, beziehungsweise... Ja, nennen wir es fast Naturkatastrophen. Ich habe da noch nie was von mitbekommen. Noch nie. Nein, wirklich noch nie. So. Achso, ich habe im Übrigen nochmal nachgeguckt, diese roten Blumen, die wir gerade gefunden haben, diese glücklichen Lampen, die sollten wir uns auf jeden Fall aufheben, die werde ich in den Schrank legen, die dürfen nicht verkauft werden. Wenn wir dann später irgendwann nämlich die Samen kreuzen können, können wir daraus nämlich Früchte züchten, die wir das ganze Jahr über anpflanzen können. Das ist natürlich sehr geil, vor allem kommt das gut bei Früchten, die gut gehen, also die man gut verkaufen kann zum Beispiel. Ja, also das ist natürlich ideal, wenn man die in jeder Jahreszeit pflanzen kann, ne? Oder günstige Sachen, einfach Rüben zum Beispiel. Oder, Süßkartoffeln wären auch eine Idee. Die kann man nämlich nur im Herbst pflanzen. Das wäre natürlich der Hammer. Wenn man aus den Süßkartoffeln sich irgendwas züchtet, wo man dann das ganze Jahr von lebt. Warum zur Hölle hatte ich die Idee noch nie früher? Wie bescheuert ist das denn? Okay, mehr wächst hier nicht. Nee, mehr wächst hier gerade nicht. Mal gucken, ob hier nach oben noch irgendwas wächst. Ist da was? Ja, da ist was, was ich einpacken kann. Das Zeug kann man doch bestimmt auch essen. Also, ja, kann man. Ich habe es ja schon einmal gegessen. So, meine Kuh bleibt heute drinnen. Hier ist nichts weiter. Okay. Also ich, wie gesagt, ich finde es gut, dass es regnet. Spart einiges an Zeit. Finde ich echt genial. So.
Gucken wir hier nochmal durch. Hier noch was wächst. Ah, genau. Ich muss ich einpacken. Das ist die glückliche Lampe. Da dürfen wir... Oh, da wachsen hier aber schön viele von. Finde ich gut. Also im Sommer wächst hier glückliche Lampe. Gut zu wissen. Oh ja. Gleich so viele. Das ist cool. Ist halt die Frage, wie viel ich damit kreuzen muss, ne? Ob ich die immer wieder damit kreuzen muss oder ob, wenn ich jetzt so eine Frucht in eine Samenmaschine schmeiße, irgendwann mal, irgendwann werden wir ja mal eine haben, ob dann auch wieder so eine rauskommt, die man immer anpflanzen kann. Was zur... Ja, nein, wer bist du denn? Du hast ein rotes Halstuch an. Du gehörst irgendjemandem. Hm, na gut. So, ich glaube, wir haben auch gerade gar nicht mehr groß was, was wir Mofi schenken können. Das heißt, wir müssten rein theoretisch wieder in die Ruinen. Aber das ist ja alles kein Problem. So, wir haben es gleich 9. Ich heiße, ich werde mal zurück an meine Kuh melken. Wenn ich da oben war und geguckt habe, ob ich da noch irgendwas finde, was ich einsammeln kann. Wer weiß, vielleicht wachsen da ja auch Blumen oder Königsfarn, den man verspeist, wenn man Hunger hat. Wenn ich Hunger habe. Nein, irgendwie wächst hier nichts. Na gut. Doch, da ist was. Sag ich doch. Tada! Wieder einer mehr. So, heute ist der zweite Tag des Sommers. Am dritten kommt Van wieder. Ich habe diesmal gar keine großartigen Blumen, die ich verkaufen könnte. Hm. Auch kein Drama. Habe ich noch irgendwas, was ich... Oh, doch, wir haben noch einen Kristall. Dann, ach nee, die pennen wahrscheinlich noch. Kann ich noch nicht machen. So, da kommt Van. Der ist auch nicht nur am dritten und am achten Tag da. Ich meine mal, also... Es hat aufgehört zu ringen, fällt mir gerade auf. Ich kann meine Kuh ja doch rausholen. Gut, holen wir die Kuh raus. Du liegst ein bisschen im Weg, Digga. Oh. Schläfst du denn echt noch? Ernsthaft? Ja, sorry, du hast echt noch gepennt. Ich habe das gerade echt nicht richtig gesehen. Bitte, hol dich halt in die Kuh raus. Ernsthaft, Mädchen, dann friss! So, hier drin wird wahrscheinlich alles aufgefuttert. Wohl doch nicht. Gut, dann eben nicht. Kühe stehen doch auf Snacks. Da freust du dich doch bestimmt, ne? Hallo? Ach, jetzt. Ja, du bist ein feines Küchen. Gib mir Milch. So, was haben wir? Rang A. Na ja, gut. Zweimal. Dreimal. Dreimal muss wohl lang. Oh mein Gott. Und ich will noch eine Kuh kaufen. Na, das kann ja was werden. Naja, jedenfalls wird das nichts, wenn ich so sinnlos meine Milch weiter verbrate. Wie bei den letzten Kochfehlversuchen. Gleich 2 Stück. Das war Umsatz. Wie viel Geld habe ich noch? Ich habe ja einen Huhn gekauft. 600. Ja, ich glaube, ich kaufe gleich noch Rüben. Das ist natürlich nicht verkehrt. Denn aus Rüben kann ich wenigstens was zubereiten, was auch halbwegs satt macht. Oh, gleich alle hier. Oh. Ja, ich möchte etwas kaufen. Was darf sein? Rüben!
viele Rüben will ich denn? Warte mal, da kann ich 10 anpflanzen, da könnte ich sogar 15 anpflanzen. 15 da und nochmal 20 da. Kann ich 55? Nein, das funktioniert nicht. Moment. 200? 400. Ich werde so bitter bereuen. Ich werde so bitter bereuen. Ich ahne es, ich werde es bitter bereuen. Alter. Ja, ich bin mutig. So, jetzt gehen wir noch in die Ruinen. Ist ja nicht so, als wenn ich was zu tun hätte. Es ist ja auch erst noch... Es ist ja noch nicht mal Mittag. Ein bisschen Taschengeld verdienen. Die doofen Statuen kann ich nämlich verkaufen. Ich glaube, die brachten 40 pro Stück. Wenn ich da ein paar von finde, ist das gar nicht so verkehrt. Komm, gib mir eine Schaufel. Ja, klar. Na, das fängt doch gut an. Was haben wir? Mein Verkaufsobjekt Nummer 1. Oder brachte sie sogar nur 15? Weiß ich gerade gar nicht. Da haben wir wieder was. Yay! Oh, schön, was für Muffi. Einen hatten wir noch, glaube ich. Hatte ich hier den letzten jetzt gegeben? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Hab da jetzt überhaupt nicht drauf geachtet, ob da noch eine Ziffer drunter stand. Ist auch nicht so schlimm. Immerhin finden wir ja noch genug. Ja, tun wir.